sage ich dir. Wenn das Ding schief läuft, geht es auf deine Kappe. Aber ich sag dir, der Typ ist okay. Wo soll er denn hin mit dem Stoff? Der kennt doch keinen. Warten wir es ab. Du bist doch nur sauer, weil ich den Typ aufgerissen habe. Oder? Meine, wenn ihr wollt, könnt ihr den Laden ja im Auge behalten. Keine Sorge, das werden wir. Deine Alte kommt. Ja, ich glaube, es ist besser, ihr haut ab. Na, Einkäufe erledigt? Sieht fast so aus, nicht? Irgendwann poliere ich dir die Fresse. Und noch was anderes, ha? Ich bin ihm Zeitler und Lose begegnet. Na und? Ich, blöde Kuh, hab gedacht, du wirst wirklich Schluss machen mit deinem Geschäft. Erzähl jetzt bitte nicht, du hättest da Nein gesagt. Wenn deine Freunde aus Meine Freunde? Das sind 2 Millionen. Heroin im Wert von 2 Millionen, was der Seibert da nach München transportiert. Zur Kondition, da kannst du nur von träumen. Du träumst dich noch zu Tode. Das ist total einfach. Der Seibert, der Spediteur, der ist im Voraus bezahlt und weiß nichts, außer dass er angerufen wird und irgendwer den Stoff abholen kommt. Ich brauche ihn nur anrufen, den Seibert. Schon habe ich das Zeug. Da gibt es überhaupt kein Risiko. Überhaupt kein Risiko, wenn ich das schon höre. Du hast mir versprochen, aufzuhören. Ich schwöre dir, sobald es hier gelaufen ist, sind wir wieder in Spanien. Nur noch ein einziges Mal, es geht immerhin um 2 Millionen. Lass uns jetzt gleich nach Spanien fahren, ja? Ich möchte endlich in Ruhe mit dir das Leben genießen. Ohne ständig Angst haben zu müssen, sind die Bullen, wenn es an der Haustür klingelt. Nur noch das eine Geschäft. Versprochen, Ian. Ja, Schickel? Ja, guten Morgen, Herr Steinle. Was? Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Und wann ist das passiert? Das ist entsetzlich. Ja. Ja. Ja, ich sag den Kollegen Bescheid. Ja, danke Ihnen. Wiederhören. Gibt's doch nicht. Nee, sagen die. Wir haben Sicherheitsschuhe an. Kennst du den? Was ist denn? Wie siehst du denn aus? Karl ist tot. Herzinfarkt. Stanley hat gerade angerufen. Thank you.
besorgen. Ich bin gleich wieder da. Schau mal. Jürgen, schau du mal, vielleicht ist der Vorgang hier dabei. Soko 5113. Kann ich bitte Herrn Schickel sprechen? Ja, ich bin am Apparat. Kann ich Ihnen helfen? Mit wem spreche ich denn? Tut nichts zur Sache. Wenn Sie mir Ihr Wort geben, die Hintermänner nicht zu verfolgen, kann ich Ihnen einen Tipp geben. Wenn ich nicht weiß, worum es geht, gibt's gar nichts. Nur so viel. Wenn Sie mir Ihr Wort geben, nur den Kurier zu verhaften, dann sage ich Ihnen, wann und wo er mit ca. 20 Kilogramm Heroin aus der Türkei in Deutschland ankommt. Ja, da muss ich schon mehr wissen. Und wann? Ich rufe wieder an. Sowas kann eigentlich bloß von der Konkurrenz kommen, oder? Genau. Die wollen den anderen das Geschäft verderben, aber keinen der Bosse im Gefängnis sehen, weil es sonst auch für sie selber gefährlich werden könnte. Das Problem ist nur, dass die Frau von mir verlangt, dass ich ihr mein Wort gebe. Mein Wort als Polizist, dass wir nur den Kurier packen. Mit anderen Worten, wir sollen für ein paar rivalisierende Gangster die Drecksarbeit machen, ja? Über 20 Kilo haben und nicht haben? Richtig. 20 Kilo, die weniger auf den Markt kommen. Guten Tag, bleiben Sie doch sitzen. Frau Berger, meine Herren, ich weiß, es ist tragisch. Aber die Arbeit muss weitergehen. Ich darf Sie bitten, Herr Schickel, die Soko bis auf Weiteres kommissarisch zu führen. Nach Meinung aller liegt sie bei Ihnen in den besten Händen. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ja, Schickel, Soko 5113. Habe ich Ihr Wort, dass Sie nur den Kurier schnappen und nicht versuchen, die Spur weiter zu verfolgen? Ja. Ja, Sie haben mein Wort. Morgen gegen Mittag kommt ein Laster an. Autobahngrenze Walserberg. Und wie kann ich den Laster erkennen? Es ist ein Laster der Spedition Seibert. Geht in Ordnung. Ihr habt's gehört. Wir sind um 10 Uhr am Walserberg. Apparat Schickel? Mhm. Danke. Die Zeit war zu kurz für die Fangschaltung. Sie konnten nur noch feststellen, dass der Anruf aus einer öffentlichen Telefonzelle kam. Walserberg. Wir sollten die Kollegen vom LKA verständigen und die von Traunstein. Sonst heißt das wieder, wir wildern in fremden Revieren. Uns nicht alle auf einmal umlegen. Aber einen nach dem anderen, wenn es sein muss. Prozess gegeben. Wahnsinnig viele Leute waren da. Sogar draußen vom Gerichtsgebäude haben sie gestanden. Tausende.
Und dann hat Herr Richter das Urteil verkündet. Todesstrafe. Mein Gott. Was träumst du denn für Sachen? Hm? Wie kommst du denn auf sowas? Todesstrafe. Wahrscheinlich durchs Schafott. Ich träume in letzter Zeit oft, dass sie dich verhaften. Ja, natürlich. Ganz falsch. Herr Schickel? Ja, das bin ich. Amak, mein Name, L.K. Amann, hat mich kurzfristig mit der Leitung der Aktion Seibert beauftragt. Was heißt Leitung der Aktion beauftragt? Wir haben Sie doch benachrichtigt. Das heißt, dass Sie von jetzt ab meinem Kommando unterstehen. Wieso das denn? Herr Amak, zeigen Sie mir doch einmal Ihre Legitimation und Ihren Ausweis. Wir sind ja hier nicht in Köpenick. Ist alles mit Stanelle abgesprochen. Wissen Sie, ruft einmal beim Stanelle an. Haben Sie seine Köpenicker Nummer? Wir haben nichts weiter vor, als einen LKW zu stoppen und den Kurier mit dem Stoff festzunehmen. Ja, da wird es eine kleine Änderung geben. Wir werden diesen LKW nicht stoppen, sondern observieren, bis der Abnehmer auftauchen. Es macht ja Sinn, die ebenfalls zu schnappen. Na gut, Herr Amak, das können Sie ja nicht wissen. Ich habe diesem Informanten mein Wort gegeben, dass wir es bei dem Einzug des Rauschgifts belassen. Und ein Wort ist für mich verbindlich. Sonst gibt es in Zukunft solche Vereinbarungen mit der Unterwelt nicht mehr. Ja, entscheidend ist nicht, dass man sein Wort gibt, sondern wem man es gibt. Oder wollen Sie sich von diesen Leuten jetzt auch noch die Spielregeln vorschreiben lassen? So redselig, Herr Kollege. Gestern ist Karl Göttmann gestanden. Wer? Er war der Leiter unserer Soko. Kannte ich den? Nee, wohl kaum. Tut mir leid, Beileid. Trotzdem, mein lieber Kollege, sollten Sie sich wieder den Lebenden widmen. Wissen Sie, wie solche Informationen zustande kommen? Ich sage nur Geschäftsschädigung. Sie haben leicht reden. Wenn sich das rumspricht, dass ich Abmachungen nicht einhalte, dann können wir einpacken. Ich finde das ja sehr interessant, dass sich der Informant ausgerechnet an Sie gewandt hat. Das bietet sich doch an. Die Soko arbeitet vor allem in der Drogenszene. Und ist ziemlich erfolgreich. Ach ja? Gehst du mit dem Kollegen Amak mit? Ja. Dann bleiben wir da. Sie wollen den Laden ja observieren, genau wie wir. Los, raus! Bullen, kommt! Nun mach, Mann!
geklappt. Die Bullen. Wie die Bullen? Die sind dem Seiber zu seinem Lager gefolgt. Haben sie euch gesehen? Ja, ich bekomme hier. Ja, und der Stoff? Ja, die Bullen kassieren, wenn sie ihn finden. Weiß ja nicht, wie der versteckt ist. Scheiße, 2 Millionen im Arsch. Irgendwo gibt es eine undichte Stelle. Irgendwer hat gequatscht. Vielleicht der Seibert selber. Können ja auch die Türken gewesen sein. Wenn die sowas wie einen Undercover-Agenten drin haben, oder? Oder wenn sie dich linken wollen. Komm, lass uns abhauen. Noch können wir. Du hast es mir versprochen. Erst muss ich wissen, wer mir da in die Suppe gespuckt hat. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber das kann Tage dauern, bis die Dealer das Heroin abholen. Und jeden, der jetzt den Hof betritt, verdächtigen wir. Ein nettes Geschäft, das wir hier betreiben. Sollten wir uns nicht um Ablösung kümmern? Ich rede mit dem Amak. Schickte. Haben Sie den Stoff? Woher haben Sie diese Nummer? Wenn ich was will, dann kriege ich es auch. Haben Sie den Stoff? Es ist nicht ganz so gelaufen. Hören Sie doch auf. Ich weiß, dass Sie bei der Spedition warten. Aber die Typen, die sich den Stoff abholen wollten, wissen jetzt auch Bescheid. Die kommen nicht mehr, um sich das Zeug zu holen. Es tut mir leid, aber das war nicht meine Entscheidung. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann... Ich habe gedacht, ich kann Ihnen vertrauen. Das Wort des Herrn Schickel, dass ich nicht lache. Das Wort eines Scheißbullen, das war's. Ja, hören Sie... Aber klar, mit einer Frau kann man's ja machen. Da muss man sein Wort ja nicht halten. Da muss man ein Mann sein, der viel Kohle hat, der eine große Nummer im Nachtleben ist wie Alexander. Dann geht das. Woher wissen jetzt plötzlich die Abnehmer von uns? Was hat sie denn damit gemeint? Und ich habe gedacht, ich kann Ihnen vertrauen. Das klingt ja beinahe so, als ob sie dich kennt. Sag mal, irgendeine Weibergeschichte? Oder sie kennt jemand, mit dem wir schon zu tun gehabt haben. Eine große Nummer im Nachtleben wie Alexander. Alexander Büdrich. Genau. Alexander Büdrich im Drogengeschäft. Das ist ja ganz was Neues. Ich sag am Amak Bescheid. Den nehmen wir uns vor. Tja, Herr Kollege, es tut sich wenig hier, hm? Es wird sich auch nichts mehr tun. Wieso? Die haben uns bemerkt. Vielleicht werden wir sogar observiert. Würden Sie mir das bitte, wenn es geht, in einem etwas anderen Ton näher erklären? Alles Quatsch. Es ist doch so. Die Bullen wissen von dem Zeug und warten. Aber sie wissen nicht, dass wir auch wissen, dass sie da sind. Gehen Sie vielleicht vorbei an den Bullen in die Spedition? Eben nicht. Wir rufen diesen Seibert an und verlangen, dass er das Zeug irgendwo anders hinbringt. Dann schlagen wir unterwegs zu. Verstanden? Wieso unterwegs? Weil die Bullen Seiberts Telefon abhören könnten und ihn beschatten. Es muss nur bald sein, sonst ist das Zeug weg. Ja, vielleicht ist der Stoff schon weg. Dann haben die Bullen Seibert auch geschnappt. Guten Abend. Guten Abend. Herrn von der Polizei, richtig? Herr Rabten. Herr Büdrich, komm gleich. Möchten Sie was trinken? Haben Sie auch Bier? Ja, vom Fass. Klein, groß, Pilz, Export, Weizen. 2 Pilz? Mache ich gerne. Moment bitte. Du auch? Das ist eigentlich ganz nett hier. Ja, für einen ehemaligen Zuhälter hat er einen erstaunlichen Geschmack. Hoffentlich trifft das auch auf seine Bekanntschaften zu. Vor 2 Jahren war er jedenfalls absolut sauber. Gesehen. Seien Sie froh. Bitte, gehen wir doch ins Büro.
Also, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Darf ich Ihnen was anbieten? Danke. Sagen Sie, bei dieser Schutzgeldsache vor 2 Jahren, wo ich Ihnen versprochen habe, Sie rauszuhalten, wenn Sie eine Aussage machen, mit wem haben Sie eigentlich darüber gesprochen? Von dem Anwalt, einmal abgesehen. Mit niemandem natürlich. Ich meine, außer mit meiner Frau. Und sonst hat niemand was von unserer Absprache gewusst? Also von der Tatsache, dass ich Ihnen quasi mein Wort gegeben habe? Sag ich Ihnen doch. Ich bin natürlich lebensmüde, dass ich über Absprachen mit den Bullen, Polizeibeamten, der Untöne. Ich habe vor einer Stunde mit einer Frau telefoniert, die offenbar die Umstände damals gut gekannt hat. Ihre Frau vielleicht? Ich habe gedacht, ich kann Ihnen vertrauen. Das Wort ist ein Schickel, dass ich nicht lache. Das Wort eines Scheißbullen, das war's! Das ist Beate, glaube ich. Beate wer? Beate Huckemeyer. Ich hatte mit ihr ein Verhältnis zur betreffenden Zeit. Und haben ihr alles erzählt, oder wie? Mein Gott, ich stand damals fürchterlich unter Druck. Ich musste einfach mit ihr darüber sprechen. Und diese Huckemeyer, wo lebt die? Hier in München? Keine Ahnung. Aber ich kann mich ja mal umhören. Tun Sie das. Seibert? Warum meldet sich keine Sau? Warum lasst ihr mich so lange schmoren? Was soll das? Es war abgemacht, dass das Zeug auf jeden Fall... Ah gut, okay. Ja, mach ich. Etwa eine halbe Stunde rechtlich, wenn ich jetzt losfahre. Ja, okay. Seibert hat die Spedition mit seinem kleinen Lieferwagen verlassen. Herr Amok und ich folgen ihm. Wir sind jetzt in der Schwanthaler Straße in westlicher Richtung. Verstanden. Wir kommen. Gebt ständig eure Position durch. Ende. Könnte man eigentlich verhaften, ne? George? Ödrich, grüß dich. Du, kurze Frage. Du erinnerst dich doch an Beate? Ja, meine Beate. Tu mir den Gefallen, stell mal deine Lauscher auf. Ich muss schnellstens wissen, wo die sich rumtreibt. Schiefgelaufen. Was? Die haben ihn erwischt. Nein. Halt. Halt. Lose, fahr den Wagen in das Haus.
bloß ins Krankenhaus. Er verblutet ja. Dann bist du verrückt. Der hat auf den Bullen geschossen. Das kann 10 Jahre geben. Für jeden von uns. Immer noch besser, als wenn er stirbt. So meinst du, ja? Da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ob er abkratzt oder nicht? Der Scheißkerl von Ammer. Ja. Das ist der Typ, der ihm die Kugel verpasst hat. Ich kenne den, das ist eine ganz ausgefuchste LKA-Größe. Bitte, das ist die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, an wen die Lieferung gehen sollte. Die haben mich angerufen und in die Würzburger Straße bestellt, das ist alles. Ich kenne die Typen nicht, ehrlich. Und dieser Mann aus Istanbul, der Ihnen die Sache angeblich erst schmackhaft gemacht hat, können Sie wenigstens den identifizieren? Naja, wie gesagt, er hat mich im Hotel angesprochen. Namen hat natürlich keinen genannt. Ein Türke um die 30. Trug immer eine Sonnenbrille. Ach. Und, wie geht's jetzt weiter? Weiß ich ja nicht. Glaubst du, er kommt durch? Abwarten. Bis morgen früh bringt mich jedenfalls nichts auf die Straße. Garantiert Absperrungen in allen Ausfallstraßen. Was hast denn du vor? Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Das lässt du schön bleiben. Er stirbt, wenn er nicht operiert wird. Na und? Glaubst du, du tust ihm einen Gefallen, wenn du ihn in den Knast schickst? Der kommt doch nie wieder raus bei seinem Vorstrafenregister. Lass mich los! Ja, Bödrich. Ah, Schorsch. Moment, ich brauche was zum Schreiben. Ja, ich höre. Harald Lebinski. In der Fachjanter Straße. Und das absolut sicher? Okay, du hörst von mir. Bis dann. Ja? Die Beate. Nee, die ist nicht da. Wer spricht da überhaupt? Es ist 5 Uhr morgens hier, Arschloch. Sag mal, wer ruft dich eigentlich morgens um diese Zeit an hier? Ja, Schickel. Ah, Herr Bödrich. Ja, sehr gut. Moment, ich schreibe mit Harald Lebinski in der Farchanter Straße. Ja, nein, nein, keine Sorge, es bleibt unter uns. Mein Wort, ja, ja. Mein Wort, mein Wort. Was?
Er ist tot. Scheiße. Du bist das letzte Schwein. Ich? Hab ich vielleicht auf ihn geschossen? Bedank dich lieber bei diesem Amak. Rudolf! Rudolf, lieg auf! Ich will ein Lieber sehen! Nicht mehr! Hoffentlich dreht ihr uns nicht durch. Morgen. Servus. Morgen. Ist es das da? Ja. Ist leider keine Chance, da ungesehen ranzukommen. Naja, wir wissen ja nicht einmal, ob dieser Lipinski einer von den dreien ist. Ach, Herr Schickel, das Vorstrafenregister passt doch ganz gut, ne? Da wird nicht lange gefackelt, wir stürmen das Gebäude. So einen alten Kasten? Zwei Stockwerk, tausend Ecken und Winkel. Das kann ja Blutbad geben, wenn wir da reingehen. Ja, ja. Bist du okay? Hey, können wir auf dich zählen? Mensch, jetzt sag doch was! Lass mich in Ruhe. Ja? Ja, hallo, hier ist die Lissi Kerner. Kann ich bitte die Beate sprechen? Die Beate? Ja, die ist momentan nicht da. Kann ich was ausrichten? Sind Sie Sally Binski? Ja, bin ich. Und wer sind Sie? Lissi Kerner, ich bin eine Freundin von der Beate und ich müsste ihr dringend etwas Wichtiges sagen. Was Wichtiges? Was gibt's denn da so Wichtiges? Naja, ich arbeite in einem Club am Stahlgruberring und ich habe halt gehört, dass die Beate von der Polizei gesucht wird. Wegen was denn? Das weiß ich auch nicht. Wer war denn das? Scheiße. Die Bullen suchen Lipinski Schnecke. Hör zu, wir müssen raus. Du nimmst dir den Wagentanks voll, kommst wieder her. Und sie? Bleibt hier. Und wenn die quatscht? Tut die dann ganz bestimmt nicht mehr. Ja, komm, jetzt hau ab. Geben Sie auf! Wir haben Lose geschnappt. Wir wissen, dass Lipinski tot ist. Kommen Sie raus. Das Haus ist umstellt, eine Flucht ist für Sie unmöglich. Ich habe hier eine Geisel. Ich verlange freien Abzug. Was wollen Sie denn mit Frau Huckemeyer als Geisel? Das funktioniert doch nicht. Lassen Sie mich einmal mit ihr reden. Ja? Beate Huckemeyer? Ja. Helfen Sie mir bitte. Wie geht's Ihnen? Er bringt mich um, wenn Sie auf seine Forderung nicht eingehen. Er hat schon Harald sterben lassen. Jetzt hören Sie mir gut zu. Ich gebe Ihnen 10 Minuten und versuchen Sie nicht hier reinzukommen. Ich habe genug Sprengstoff, um die halbe Stadt in die Luft zu jagen. Ja, ja. Das ist ein uralter Trick, das mit der Geiselnahme. Die wollen uns für dumm verkaufen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Frau klingt ziemlich überzeugend. Das hat der Lose ja bestätigt. Der Zeitler bringt die Frau um. Glauben Sie das mal schön brav. Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um. Eine Gangsterbraut als Geisel ist doch lächerlich. Wir werden den beiden Herrschaften jetzt erstmal eine Ladung Tränengas verpassen. Gut, dann schlagen Sie einen Austausch vor. Was? Ich will die Frau raushaben, bevor das Feuerwerk losgeht.
Was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Okay. Ich überleg's mir. Du Elendes! Kannst du mir verraten, warum die Bullen dich raushaben wollen? Weiß nicht mich. Na schön. Tausche ich dich eben gegen einen Bullen ein. Hätte nicht gedacht, dass du ein Bullenleben wert bist. Ich verstehe ja, dass du dir Vorwürfe machst, Horst, aber der da drin, der hat nichts mehr zum Verlieren. Willst du nicht lieber abwarten? Ich meine, wenn da drinnen ein paar Unschuldige wären, aber diese Ruckermeier gehört doch zu denen. Du, Horst, das stinkt. Ich mach's ja nicht nur ihretwegen. Was? Warum dann? Das bin ich mir schuldig. Wie hat der Amax so schön gesagt? Entscheidend ist nicht, dass man sein Wort gibt, sondern wem man es gibt. Und ich würde sagen, entscheidend ist nicht, wen man aus der Scheiße holt, sondern dass man es tut. Im Verein 10 Minuten Zeit, um die Straße zu räumen. Dann werden wir ja sehen, was sie ihren Kollegen wert sind. Und dann? Dann machen wir eine kleine Reise. Nur sie und ich. Ist der hellen Regenmantel? Ist das Amok? Ja, warum? Ich möchte gern mit ihm sprechen. Na gut, ich hole ihn her. Sie Schwein! Sie mieses, dreckiges Bullenschwein! Was soll das? Sind Sie total verrückt geworden? Sie sind schuld an allem! Ach ja, an was denn? Das wissen Sie ganz genau. Da drin liegt Harald, alles, was ich hatte. Harald? Welcher Harald? Ach so, Lebinski. Das war Notwehr. Na klar! Bei Polizisten ist es immer Notwehr! Ist das der Dank, dass der Schickel Sie da rausgeholt hat? Der hat mich beschissen. Der riskiert sein Leben für Sie. Und geht alle weg. Alle weg. Weg, 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 weg. So. Und jetzt schießen Sie. Aber behaupten Sie hinterher nicht, es hätte irgendeine Notwendigkeit dazu bestanden. Hören Sie mir gut zu. Sie stellen mir unten einen Wagen hin, vollgetankt, und Ihre Männer ziehen ab. Und keine Mützchen.
glaube, dem Karl würde das so gefallen. Sag ich dir, wenn das Ding schief läuft, geht es auf deine Kappe. Aber ich sag dir, der Typ ist okay. Wo soll er denn hin mit dem Stoff? Der kennt doch keinen. Warten wir es ab. Du bist doch nur sauer, weil ich den Typ aufgerissen habe. Oder? Meine. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Laden ja im Auge behalten. Keine Sorge, das werden wir. Deine Alte kommt. Ja, ich glaube, es ist besser, ihr haut ab. Na, Einkäufe erledigt? Sieht fast so aus, nicht? Irgendwann poliere ich dir die Fresse. Und noch was anderes, ha? Ich bin ihm Zeitler und Lose begegnet. Na und? Ich, blöde Kuh, hab gedacht, du wirst wirklich Schluss machen mit deinem Geschäft. Erzähl jetzt bitte nicht, du hättest da Nein gesagt. Wenn deine Freunde aus Meine Freunde? Das sind 2 Millionen. Heroin im Wert von 2 Millionen, was der Seibert da nach München transportiert. Zur Kondition, da kannst du nur von träumen. Du träumst dich noch zu Tode. Es ist total einfach. Der Seibert, der Spediteur, der ist im Voraus bezahlt und weiß nichts, außer dass er angerufen wird und irgendwer den Stoff abholen kommt. Ich brauche ihn nur anrufen, den Seibert, schon habe ich das Zeug. Da gibt es überhaupt kein Risiko. Überhaupt kein Risiko, wenn ich das schon höre. Du hast mir versprochen, aufzuhören. Ich schwöre dir, sobald es hier gelaufen ist, sind wir wieder in Spanien. Nur noch ein einziges Mal, es geht immerhin um 2 Millionen. Lass uns jetzt gleich nach Spanien fahren, ja? Ich möchte endlich in Ruhe mit dir das Leben genießen. Ohne ständig Angst haben zu müssen, sind die Bullen, wenn es an der Haustür klingelt. Nur noch dieses eine Geschäft. Versprochen, Ian. Ja, Schickel? Ja, guten Morgen, Herr Steinle. Was? Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Und
Und wann ist das passiert? Das ist entsetzlich. Ja. Ja. Ja, ich sag den Kollegen Bescheid. Ja, danke Ihnen. Wiederhören. Das gibt's doch nicht. Nee, sagen die. Wir haben Sicherheitsschuhe an.